Ich habe 2015 meine Ausbildung zur Industriekauffrau hier begonnen und habe dann 2018 aber doch nochmal die Klavierbaulehre angefangen, weil mich das Handwerk einfach total fasziniert hat und ich privat auch viel Musik mache und ich finde einfach, dass das eine schöne Verbindung ist zwischen Musik und Handwerk. Ich persönlich arbeite total gerne hier, weil ich habe viele Freunde hier. Das ist für mich ein Luxus. Ich finde die Atmosphäre hier einfach schön und das, was man tun kann, einfach mit den Instrumenten zu arbeiten, das macht mir viel Spaß und das finde ich schon sehr besonders. Ich bin jetzt gerade beim Fertigregulieren. Das heißt, der Flügel wird vorreguliert und ein paar Arbeitsschritte später wird er eben fertig reguliert, um nochmal die Regulation nachzustellen. Und verschiedene Sachen, die man hier macht, ist, dass man die Tasten bearbeitet, dass man schaut, dass das Tastenspiel gut ist, dass sich das gut anfühlt, dass die Tasten eine entsprechende Höhe haben und nicht zum Beispiel Stufen haben, dass man die Tasten abwiegt, dass auch das Gewicht angenehm ist. Zum Beispiel setzt man dann auch Bleie noch hier in die Tasten ein. Man schaut, dass die Hammerköpfe schön auf die Saiten treffen. Auf jeden Fall sollte man sich nicht unterkriegen lassen, wenn mal etwas nicht funktioniert. Man lernt ja auch aus den Fehlern, die man macht. Das finde ich total wichtig. Man sollte ein bisschen Disziplin mitbringen, vor allem was das Stimmen angeht. Ich denke, das Geheimnis für den Erfolg ist eben, dass wir mit einer extrem hohen Präzision arbeiten und dadurch auch eben eine sehr hohe Qualität erzielen können. Das ist vor allen Dingen am Anfang der Ausbildung so, wenn man dann erstmal anfängt und dann auf diese ganz kleinen Teile schaut und die sollen sich dann minimal bewegen und am Anfang denkt man, hä, ich sehe gar nichts. Und man entwickelt mit der Zeit eben dann auch ein Auge dafür. Während der Arbeit merkt man es vor allen Dingen auch beim Stimmen, dass man so total in den Tönen versinkt, wenn man in diese ganzen Frequenzen hört oder in die ganzen Schwebungen eher so. Und ja, das ist so eine Klangwelt, in die man eintaucht und das finde ich auch immer irgendwie spannend. Und auch beim Regulieren irgendwie, man kann so in der Arbeit versinken irgendwie. Und das finde ich auch schön an dem Beruf.